Wir sind in der Lokremise, ein ungeheuer offener, riesiger Raum beim Bahnhof, wo man ankommt, wo man abreist. Das passt zu mir. Ich mag die Welt bereisen. Ich bin selber zu Buenos Aires, Sevilla, zu Barcelona. Ich liebe, wenn die Menschen auch von anderen Orten hierher kommen, wenn sich das austauscht, wenn es farbig ist, wenn es bunt ist, wenn es egal ist, wer du liebst, woher du kommst, wenn man einfach Platz hat, um sich zu entfalten, um sich zu begegnen, zum Kulturleben. Wir sind hier im Club Hogar Español. Das ist der älteste noch existierende Gesellschaftssaal der Stadt St. Gallen. Und das Besondere an dem Ort ist, dass an diesem langen Tisch die Bankerin und der Bettler am gleichen Tisch sitzen und miteinander das Leben feiern. Eine Stadt fasziniert mich, dass sie auf komprimiertem Raum Geschichten ermöglichen und bringen. Und ich durfte mich hier an diesem Ort in die Stadtentwicklung einbringen und habe gemerkt, wie wichtig ist, dass man zuerst über Treffpunkte, über Freiräume, über kulturhistorische Bauten, über starke Orte, die Identifikation geben, an einem Ort redet. Und nachher müssen wir und können wir rundherum verdichten, das ist auch richtig. Aber wenn wir die Orte nicht haben, dann nachher haben wir nicht Orte, die Menschen gerne haben, die sie lieben, die Identifikation bringen und schlussendlich dann auch Heimat. Raum schaffen ist etwas sehr Konkretes, zum Beispiel auch in der Stadt, beim Quartier entwickeln. Raum ist aber auch etwas Grösseres, nämlich, dass man den Menschen mündig werden lässt. Also, dass man ihm das Vertrauen schenkt, dass man zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ihm den Freiraum gibt, wo er oder sie sich entfalten kann. Weil ich habe hundertprozentiges Vertrauen, dass wenn die Menschen Sinnhaftigkeit in ihrem Sein, in ihrem Tun erleben, dann haben wir ein ungeheures Potenzial und eine ungeheure kreative Gesellschaft, die etwas Grosses will erschaffen und auch kann erschaffen. Das Café ist einerseits einmal eine Idee, eine städtische Idee, wo das Eintrittsbillett oder der Kaffee ist, aber noch eben der Freiraum, wo man signieren kann und die Welt miteinander verändern kann. Also so eine Art Stadtbühne. Aber es geht natürlich auch um Materie, den Kaffee. Da reise ich auf Lateinamerika zu meinen Bauern. Ich kann wirklich mit denen das Beste aus dem Produkt herausholen. Ich habe wunderschöne Freundschaften mit diesen Menschen und kann so auch das 3- bis 4-fache vom Börsenpreis zahlen, weil ich es direkt einkaufe. Ich bin Gallo Souvenus aus St. Gallen und ich kandidiere am 20. Oktober für den Nationalrat.